Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Minecraft Let's Play. Nach Adam Riese sind wir in einer Folge, die mit 9 beginnt. Das heißt, bald steht hier 1-0 vorne und eine 0 hinten dran. Das macht eine 100. Und ich wurde gefragt, ob es ein Special. Also vor allem immer mit dieser Mausbewegung, die ist wichtig. 200. Folge gibt, das kann ich jetzt noch nicht bejahen oder verneinen. Ich würde es ja gerne machen, aber mal sehen, ob ich überhaupt noch zu irgendwas komme. Ist ja alles nicht mal so lange hin, ne? Und da seht ihr auch schon das neue Feld mit Kartoffeln und Möhren. Ja, zu den Kartoffeln muss ich was sagen. Ich hatte schon mal angepflanzt, da gab es einen leckeren Minecraft-Absturz in der Mitte und da war mein ganzes Gemüse weg. Bin ich nochmal wie im Livestream in das NPC-Dorf gewandert. Also wer ihn verpasst hat, es gab einen Livestream aus dieser Welt und da ist ein bisschen was passiert. Und deswegen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, als ihr das noch in Erinnerung habt. Vielleicht ein bisschen anders. Mal gucken. Also auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Plug-in-Geplänkel drin. Und ich drehe noch ein bisschen an meinen Reglern, damit es hier alles irgendwie besser passt. So, und außerdem habe ich begonnen mit einem dritten Feld. Also hier gibt es jetzt auch Glasblöcke, wo man sieht, wo das Zeug abfließt und so. Und das kommt auch... Werfen wir hier ein bisschen Dirt rein. So, das fließt dann hier so vorbei. Und hier... Hilfe. Und hier fließt es dann auch irgendwann vorbei. Fließ. Ja, da kommt er vorbei. So, jetzt muss ich ganz schnell nach unten, weil ich habe mir da was Neues ausgedacht. Weil ich hatte so ein paar Probleme. Ich dachte nämlich, das würde irgendwo festhängen. Und eigentlich war es nur durch einen Absturz alles verschwunden. Deswegen habe ich hier mal ein bisschen umgebaut. So, da kommt's. Da, neuer Zugang. Da hinten ist noch ein Zugang. Ich kann es ja nochmal zeigen. Hier jetzt auch ein bisschen umgebaut. So, und da hinten ist der andere Zugang, der andere Zufluss aus einer anderen Erntemaschine für Kartoffeln und Möhren. Und hier ist der neue Zugang. Und dann fließt das hier alles so schön lang. Und man kann es sehen die ganze Zeit. Auch hier kann man es sehen. Und hier kommt es dann an. Yay, wieder 9-mal Dirt. Außerdem, ich hatte ja irgendwann gesagt, es wäre blöd mit diesen Schildern hier für die Let's Play-Welt. Aber eigentlich sieht das ziemlich geil aus. Deswegen habe ich es einfach mal gemacht. Und hier ist jetzt unsere neue Nahrungskammer für Seeds, Kartoffeln, Möhren, Kakaobohnen und Weizen. Und auch die Weizenerntemaschine müssten wir mal wieder anstellen. Ich glaube, das machen wir gleich mal als erstes. Oder als zweites, weil ich muss ja noch erwähnen, wir hören Musik und das ist Peter Rudenko mit dem Album 15 Etudes. 15 Etudes? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine ganz andere Sprache. So, und was ich außerdem festgestellt habe, es gibt ganz viel Schleim in der Welt. Ja, toll. Hallo. Warum erwische ich den so selten? Ah, jetzt sind die Großen da. Jetzt sind die Kleinen da. Tja, also ganz viel Schleim seit dem Update. Unglaublich viel Schleim. Nun ja, und Geräusche sind ja auch neu. Hatten wir ja alles schon. Im Livestream habe ich das ja auch erklärt. Wer nicht dabei war, wir haben ein NPC-Dorf gefunden und ich habe noch was viel Besseres gefunden. Und ich denke mal, das machen wir als erstes. Da gehen wir nämlich jetzt erstmal hin. Nachdem wir mal ein bisschen Brot uns hinter die Kiemen geworfen haben. Weil, als ich diesen Weg hier fertig hatte, weil dieser Weg hat ja nun 7 Folgen angedauert, ihn zu bauen, aber es ist halt auch ein weiter Weg. Tja, kam dann so das Bedürfnis auf, Mann, wir haben doch jetzt eine neue Version, es gibt neue Items zu entdecken und diese wollte ich dann auch mal haben und habe sie mir beschafft. In einem NPC-Dorf unweit
von hier, also unweit des Gebietes, in dem wir die letzte Höhle ausgehoben haben, beziehungsweise immer noch dabei sind, die Höhle, diese Höhle endgültig zu erforschen. Aber damit habe ich jetzt erstmal wieder aufgehört, weil es soll ja auch ein bisschen was Neues zu entdecken geben. Und nicht ganz neu, aber man könnte ja fast noch sagen, fast neu ist Folgendes. Und zwar habe ich auf meinem Weg durch die Wüste schon einen Dungeon gefunden gehabt. Aber an einem anderen Ende, wo wir jetzt nicht hingehen. Weil hier an diesem Ende gibt es zum einen ein tiefes Loch, in wo ich jedes Mal mich frage, wann ich da endlich reinfalle. Und ja, da hinten ist es. Da hinten ist es. Es gibt hier halt auch eine Wüste und so. Und es ist alles ganz tuffig und süß und rosa. Und immer wenn ich losgehe, ist fast schon Nacht. Das ist halt auch so ein Gesetz, so eine Gesetzmäßigkeit. Aber die müssen wir dann jetzt einfach mal außer Acht lassen. Weil, schauen Sie mal hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nämlich auch etwas, was man gemeinhin als... Warte mal, von der Seite erkennt man es nicht so gut. Hier zeichnet es sich so ein bisschen ab. Aber vielleicht hat ja jemand am Wochenende Indiana Jones gesehen, dann weiß er schon... Wenn es so aussieht, wird sie gefährlich mit Fallen und allem drum und dran. Und deswegen dachte ich mir, das hebe ich mir mal für jetzt auf, für die Let's Play-Welt. Also für das Let's Play. Und wir erkunden einfach mal zum einen diesen Dungeon. Zum anderen natürlich das, was innerhalb des Dungeons zu finden ist. Ja, und ein bisschen Krempel kriegt man immer. Im Gegensatz zu vielen nehme ich auch immer alles mit. Also auch die Kisten werden eingepackt. Oh, ein Zombie-Spawner. Tja, und an der Stelle kann ich es nicht mehr verbergen. Ich habe sie wieder. Sie funktionieren wieder. Die Inventory-Tweaks sind wieder installiert. So, und dann hoffen wir natürlich, dass das Light-Level hier ringsherum ausreichend tut. Damit hier nicht zu viel spawnt. Deswegen erhöhe ich es einfach mal künstlich. Künstlich heißt Fackeln setzen und beten. Oh, jetzt habe ich auch gebetet beim Runterfallen, dass es nicht zu tief ist. Und es war es nicht. Es war nicht zu tief. Und ja, hier ist einfach der Wüstenboden über dem Dungeon eingebrochen. Und gab ihn frei. Und schon wieder ein Eimer und Eisen. Naja, da sagen wir doch nicht nein, das nehmen wir mit, genauso wie die Kiste, bevor wir uns hineinbegeben in den Tempel. Ich lege hier bloß nochmal den Boden frei. Ich denke mal, das mache ich am besten jetzt noch. Und ja, damit hätten wir auch einen neuen Spawner, den wir dann verhunzen, verwursten könnten zu einem wirklichen Spawner, also zu einer... XP-Maschine, weil die am Haupthaus funktioniert trotz einiger Tweak-Versuche nicht so wirklich. Und da muss ich mir nochmal eine neue bauen, beziehungsweise mir nochmal angucken, wie andere das gebaut haben. Ich verstehe es noch nicht so ganz, warum meine nicht funktioniert, aber es wird sicherlich auch dafür eine, wie bei Minecraft üblich, unlogische Erklärung geben, die ich jetzt schwer abschätzen kann, wie sie denn aussehen wird. Aber ja, das alles ist auf jeden Fall cool und den bemoosten Stein nehmen wir natürlich auch gerne immer mit, weil vielleicht wollen wir ja mal was damit bauen, ne? Deswegen reißen wir ihn hier einfach mal raus, weil das ist das einzige natürliche Vorkommen für bemoosten Stein. Halt Dungeons oder ähnlich generierte Strukturen, sonst kann man ihn nicht herstellen. Ich weiß nicht, ob man ihn inzwischen craften kann. Bislang ging das jedenfalls nicht. So, und ich habe hier nur noch mal ein bisschen mehr rausgehauen aus der Wand. Um halt... Was war denn das? Ach, das war ich. Das klingt jetzt immer alles so hart hier. So übel. So, jetzt muss ich mir erstmal neue Fackeln machen, weil jetzt geht's rein. Rein in den Dungeon. Ja, und ich dachte mir so ein bisschen... grundsolides Piano-Geplänkel wäre nicht das Verkehrteste. Deswegen
heller. Es hat aber wenig mit dem Piano-Geplänkel eigentlich zu tun, dass ich es hier heller mache. Es ist einfach nur der Respekt vor den spawnenden Dingen, also vor den Dingen, die hier spawnen könnten. Und ihr seht, verschollener Tempel. Das ist, glaube ich, Wolle. Und das ist der Tempel. Ja. Hossa. Alter. Das habe ich mich aber echt erschreckt. Was war denn das? Ist das jetzt auch neu bei diesen Dungeon-Dingern? Da oben ist auch noch eine Etage. Ein Loch. Hui. Alter. Fuck it. Okay, also Minecraft schafft's auch in gruselig inzwischen. Ah, anscheinend ist hier das Light-Level niedrig genug, dass hier was spawnen kann. Naja, gut, verschwenden wir noch ein paar Fackeln. So eine Überraschung brauche ich nicht nochmal. Das deckt die Krankenversicherung nicht mehr ab. Alter, ey. Denkst an eine Spöse? Was war denn das für eine Explosion? Ich sehe hier gar nichts. Ja, und ich habe natürlich mein Inventar vorher nicht aufgeräumt, was auch eine immer wieder beliebte Maßnahme ist, wenn man losgeht. Ich mal machen sollen. Alter. Was war das? Hier oben ist auch nichts, oder? Hier ist nur das Loch. Genau. Rabum macht es auf einmal. Unglaublich. Gut, also Light Level genügend erhöht. Der Zombie-Spawner erstmal außer Funktion. Und jetzt wollen wir in die erste Etage. Glaube ich. Also ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob ich das wirklich will. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt nicht mehr hingehe, dann findet ihr es auch doof. Von daher gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Ah, da wartet uns Sand. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die Antwort so einfach ist. Es erwartet uns einfach nur Sand. Okay, also so können wir da nicht hoch. Dann müssen wir uns wohl hier aus der Mitte hochbauen. Ja, ich dachte so vor der Aufnahme eigentlich, ich wäre ein bisschen müde und das ist jetzt vielleicht, aber inzwischen bin ich irgendwie verrückt. Autsch. Was für ein Scheiß. So, also ich glaube, wir müssen uns nach unten buddeln, ne? Also hier oben scheint es nichts mehr zu geben. Hier ist auch nur Sand. Das ist einfach nur der verschollene Tempel, ne? Genau. Dann geht's hier so wieder raus. Gut, wir können jetzt das ganze Ding hier freilegen. Wäre auch eine Aufgabe. Die neuen Geräusche machen mich voll kirre. Man weiß gar nicht mehr, was. Ja, okay, also auf jeden Fall ist das Wolle. Wolle, Wolle. So, und was ist jetzt hier? Ah, da ist was. Hier geht es runter. Ja, hier ist nichts. Hier ist wieder Wolle. Okay, da würde ich mal sagen. Runter geht's, ne? Oh, Alter. Was ist denn hier passiert? Hat der Boden sich weggesprengt oder was? Was war denn das? War das eine Trap, die ich nicht gesehen habe? Also, Entschuldigung, eine Falle. Zu viele Anglizismen pro Zeiteinheit sind auch keine gute Idee. Alter.
Wahrscheinlich ist hier der ganze Boden eingestürzt oder so.